Die 42. Auflage des Hermannslaufs hat alle Erwartungen bestätigt. Bei strahlendem Sonnenschein lautete für viele Starter das Motto: Hauptsache ins Ziel kommen. Also unter 5 Stunden wäre schon schön, aber ich denke, das ist zu schaffen. Für Seriensieger Elias Sansa hingegen gab es trotz der starken Konkurrenz nur eine Devise. Er lief vom Startschuss weg voll auf Sieg. Und der Detmolder traf gegen 12.45 Uhr an der Sparrenburg ein und gewann den Lauf zum 7. Mal. Das war mit Sicherheit einer meiner schönsten Siege, zumal ich heute Bestzeit gelaufen bin auf der Strecke. Und deswegen hat es heute besonders viel Spaß gemacht. Bestzeit auf der Strecke, wie gesagt, einer meiner schönsten Siege hier, wenn nicht sogar der schönste Sieger. Auf Platz 2 landete Christian Teich aus Bielefeld. Der Grieche Dimitros Theodorakos wurde Dritter. Nicht mithalten konnte da die große Anzahl an Amateurläufern. Natürlich war die Zielsetzung aber auch eine ganz andere. Unter 3 Stunden, wenn es gut läuft, 2 Stunden 50. Geht das in die ähnliche Richtung? Ja, die 2 Stunden 50 würde ich auch anpeilen. Wäre schön, wenn wir zusammen reinkämen. Spaß, das ist die schönste Strecke und da freue ich mich, dass ich dieses Mal mitmache. Als Lipper einfach mal mitgemacht haben, viele erzählen drüber, einfach dabei sein, gucken, sieht riesig aus. Und die Herausforderung, diese Strecke mal zurückgelegt zu haben, ist natürlich auch recht groß. Auf der 31,1 Kilometer langen Strecke vom Detmolder Hermannsdenkmal bis zur Bielefelder Sparrenburg waren neben den Profis und Amateuren auch wieder jede Menge bunte Vögel anzutreffen. Unter ihnen auch der Grieche Aristoteles Kakogeorgiou, der sage und schreibe seinen 508. Marathon bestritt. So wie ich bin, brachte der erste Marathonläufer und Marathonkämpfer die Nachricht, wir haben gesiegt. Also so müssen wir normalerweise laufen. Seitdem ist auch der Marathon entstanden worden. Ja? Also wir müssen auch zu Ehre dem Marathon laufen. Ja? Für Rudi Ostermann aus dem Orga-Team war der Lauf auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Binnen kürzester Zeit war das Teilnehmerkontingent vergriffen. Eine Ausweitung des Teilnehmerfeldes kommt jedoch nicht in Frage. Nein, das geht nicht. Das haben wir uns ja gesetzt. Es sind so viele Passagen, wo die Läufer nicht mehr laufen können. Und im Zielbereich können wir auch nicht mehr vertragen, muss man ganz ehrlich sagen. Nun bleibt für alle Beteiligten abzuwarten, ob Elias Sansa im kommenden Jahr der 8. Streich gelingt.